Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Feuerwerksimulator. In der letzten Folge haben wir diese Boxen um uns herum gebaut. Heute nehmen wir die Rakete und ja, fangen direkt mal los, so einen kleinen Kreis um uns herum zu bauen. Ja, wir machen den dann auch noch ein bisschen dichter, so dass der dann auch einigermaßen zu erkennen ist und nicht nur aus Eckpunkten besteht. Wir erkennen nicht den Kreis aus Eckpunkten. Ja, genau. Ein paar gehen noch. Genau. So, reicht auch. Dann kommt jetzt das Beste, das Ganze zu verbinden. Sieht aber ganz gut aus, ne? Ist recht rund geworden, kann man sich nicht beschweren. Dann zünden in die Hand und das Ganze einmal verbinden. Ist ja auch nicht immer so leicht, gerade wenn die alle ineinander stehen. Da vergisst man gleich mal eine. Okay, Feuerzeug ist in der Hand, dann let's go. Hand leeren und... Ach du Scheiße! Ja, also gerade sind die jetzt nicht nach oben geflogen, ne? Aber geil sah es trotzdem aus. Oh Gott. Was hat denn der ganze Spielplatz ist in die Luft geflogen? Hilfe! Oh, was steht denn da noch? Moment. Und tschüss. Jawohl. Ja, dann würde ich sagen, war es das auch schon mit diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, dann zeig mir das gerne mit einem Daumen nach oben. Abo natürlich auch nicht vergessen. Und dann bis zum nächsten Video und ciao.